Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Kreins. Richtig ist, die Freigabe des Fernbusverkehrs hat sicherlich vielfältige Wirkungen mit sich gebracht. Wir haben damals übrigens zusammen mit SPD und CDU für diese Freigabe des Fernbusverkehrs im Bundestag gesorgt, weil wir das Ziel hatten, dort mehr soziale Mobilität zu ermöglichen, und zwar Zunahme von Mobilität zu günstigen Preisen. Und in dem Kontext sei auch gesagt, ein vollbesetzter Bus ist ökologisch sehr wertvoll. Allerdings, und das war jetzt sehr merkwürdig, haben Sie in Ihrer Rede diverse Nebelkerzen geworfen. Natürlich ist es Berlin dafür verantwortlich, dafür zu sorgen, dass der Fernbusverkehr in der Stadt ordentlich organisiert wird. Wenn Sie hier an dieser Stelle das Hohelied der Privatisierung singen, dann sollten Sie das näher ausführen. Das verstehe ich gerade vor der Debatte, die wir vor anderthalb Stunden hier geführt haben, wo andere Teile Ihrer Fraktion die Rekommunalisierung als das wesentliche Gut in dieser Stadt begriffen haben und auch so kommuniziert haben. Da verstehe ich das einfach nicht. Und natürlich sind wir dafür verantwortlich, wie unsere Haltepunkte aussehen und wie insbesondere der zentrale Omnibusbahnhof aussieht. Denn der zentrale Omnibusbahnhof ist wie der Hauptbahnhof auch das Portal zur Stadt, quasi der erste Eindruck, den man von Berlin bekommt. Und der Kollege Baum hat es schon ausgeführt, wir haben eine enorme Zunahme im Fernbusverkehr. 64.000 An- und Abfahrten 2012, 175.000 An- und Abfahrten 2014. Das heißt, da ist was passiert. Und darauf muss man reagieren als Landesregierung. Und deswegen ist die erste Forderung, der Senat muss sich des Themas Fernbusverkehr endlich annehmen. So. Nein, das hat er nicht. Das hat er nicht. Denn kommen wir zur Situation konkret am zentralen Omnibusbahnhof. Der ist überlastet, das ist schon ausgeführt worden. Und wenn man dort mal ist, ich empfehle da mal hinzufahren, das Flair ist ein bisschen alt. Ne? Und deswegen hat der Senat selbst 2008 schon mit der Idee gespielt, den insgesamt abzureißen, neu zu bauen. 2011 wurde gesagt, wir wollen den mal sanieren. Und jetzt haben wir 2015, was passiert? Nichts. Und das ist natürlich ein klarer Punkt, wo man sieht, Reden und Handeln passt bei diesem Senat mal wieder nicht zusammen. Und deswegen ist eine weitere zentrale Forderung, hier gemeinsam mit den Fernbusvertreibern endlich voranzukommen. Weil ansonsten passiert nur Folgendes, was man jetzt beobachten kann. Fernbusse fahren durch die Innenstadt, bedienen in der ganzen Stadt verteilt teilweise auch wilde Haltepunkte. Und das hat wiederum die Folgen einer Senkung der Verkehrssicherheit, einer Umweltbelastung, insbesondere für die Anwohnerinnen und Anwohner, und einer teilweise fatalen Situation für die Fahrerinnen und Fahrer der Fernbusse. Deswegen ist es ganz klar, wir brauchen hier eine Haltestellen- oder eine Haltepunktinfrastruktur, die diesen neuen Anforderungen gerecht wird. Südkreuz haben wir schon gehört, da funktioniert es. Zum Glück ist die Senatsidee eines zentralen Omnibusbahnhofs aus dem Tempelhofer Feld Geschichte. Auch das muss man hier an der Stelle mal sagen. Das Thema Ostkreuz und Ostbahnhof ist in der Tat schwierig. Da hat der Kollege Kreins recht, das löst sich nicht von selbst auf, weil am Ostkreuz sind die Orte überschaubar, wo man sowas darstellen kann. Ehrlich gesagt, ich sehe da auf Anhieb keinen Einzelnen. Beim Ostbahnhof ist die verkehrliche Situation nicht so, dass er sich direkt aufhält. Alles wird noch zugespitzt dadurch, dass wir irgendwann die A100 haben und das ganze Gebiet in einem einzigen Stau versinken wird. Aber wenn wir dort einen zentralen Omnibus, wir reden uns in 5 Jahren oder in 10 Jahren nochmal, dann werden wir da das genau so sehen. Aber wenn wir dort einen zentralen Omnibusbahnhof planen, dann sollten wir vor allem eins mitdenken, nämlich die Bürgerbeteiligung. Ohne die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger wird es keinen zentralen Omnibusbahnhof geben, der breite Akzeptanz genießt. Und deswegen ist das hier so ein wichtiger Punkt. Weiteres sei auch nochmal erwähnt, wir brauchen auch einen Haltepunkt am Gesundbrunnen. Dann hätten wir nämlich in jeder Himmelsrichtung einen Haltepunkt und das wäre gut. Der Herr Kollege Baum hat die wesentlichen Vorgaben für zentrale Haltepunkte schon mal kurz genannt. Gute Anbindung an den ÖPNV, am besten an ÖPNV-Knoten, damit die Fahrgäste da gut und leicht hin und zurückkommen. Aber vor allem auch Infrastruktur für die Fahrgäste und für die Fahrerinnen und Fahrer. Da geht es um Sanitäranlagen, da geht es um Versorgungsmöglichkeiten, da geht es um die Möglichkeit zur Bussäuberung. Ganz wesentlich, gerade wenn man die aktuellen Probleme am zentralen Omnibusbahnhof sieht. Und einen letzten Punkt möchte ich auch noch sagen, der geht direkt an den Senat. Die Verkehrssicherheit, ein wirklich wichtiges Anliegen für Bündnis 90 Die Grünen, ich glaube für alle hier im Haus. Hier, wenn man den Fernbusverkehr liberalisiert und dann eine solche Erhöhung der Fernbusanzahl in Berlin
dann muss man die Kontrolldichte für diesen Punkt verstärken. Und da, Herr Geisel, kommen Sie nicht raus aus der Pflicht, hier im Senat dafür zu sorgen, dass diese Kontrolldichte erhöht wird. Das hat Hamburg gemacht, das hat Bremen gemacht, Berlin macht das nicht. Und das ist fatal, weil, wenn Busse nicht ordentlich kontrolliert werden auf ihren technischen Zustand, wenn Busfahrer nicht darauf kontrolliert werden, dass sie die Haltezeiten einhalten, dann kommen wir ganz schnell zu Problemlagen, wo wir die Diskussion in einem anderen Modus führen würden. Da will ich nicht hinkommen, da wollen wir alle nicht hinkommen. Und deswegen sollten Sie das einfach tun. Der Antrag der Piratenfraktion geht in die richtige Richtung. Wir werden sehen, ob wir da weitere Punkte hinzufügen oder auch nochmal einen eigenen Antrag hinzugesehen. Ansonsten bis hierher. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke.